Yeah, all right, dude, ready for it. Und wie fühlst du dich? Ja, ist gut. Ja? Ist gut. Okay, und wenn du aus Versehen einen brennenden Fall angefasst hast, keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Okay. Sehr gut. Das ist jetzt mal ein bisschen langsam. Ich durfte in den vergangenen 10 Jahren schon viele Abenteuer erleben. Ich bin durchs Feuer gesprungen. Ich bin durchs Feuer gegangen. Und jetzt habe ich sogar Feuer gefangen. Wie ich das gelernt habe, das sehen Sie jetzt. Hektik auf der Bühne. Keine Zeit zum Konzentrieren. Noch einmal von 0 auf 100. Und das gegen Ende der 3-stündigen Live-Sendung. Probieren wir es mal. Weiter durch. Werde ich es schaffen? Werde ich 3 brennende Pfeile in 90 Sekunden fangen? So. Ortswechsel. Erfurt im vergangenen Oktober. Hier weiht mich Extremcoach Joe Alexander zum ersten Mal in die Geheimnisse des Pfeilfangens ein. Okay. Und wenn ich das jetzt werfe, ja? Ja, okay. Genau. Und vielleicht müsstest du den Drink am Machen. Das ist mein Glücksbringer. Ja. Ohne den fange ich gar keinen. Wirklich? Ja, bin abergläubisch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Dann wird es ernst. Aber zum Glück noch nicht für mich. Sieht ja eigentlich gar nicht so schwierig aus. Doch das täuscht. Super. So. 5 Monate später. In Magdeburg wird fleißig trainiert. 8 von 10 Pfeilen soll ich fangen, sonst gibt's eine Strafe. Es geht nicht um die Anzahl, sondern dass es eine Strafe ist. Ich hab Kraftsportler alle, auch die müssen Liegestütz machen. Die lachen zwar über das diese... Das bloßstellen. Es geht um die, dass man körperlichen Akt gemacht hat, ich hätte mal kriegen sollen. Ob das ein Liegestütz oder 5 oder 20, das ist völlig egal. Am nächsten Tag probe ich auf der Bühne. Mit Feuer, aber ohne Aufwärmübung. Denn das geht während der Sendung auch nicht. Schon wird es schwieriger mit dem Fangen. Und nicht nur dieses Problem muss ich überwinden. Ja, ist ein bisschen schwierig. In der Halle sind natürlich viele Scheinwerfer, die ein bisschen blenden. Dann habe ich noch eine Schutzbrille, die dazukommt. Aber das wird. Ein bisschen Herausforderung muss ja auch sein. Wenn immer alles gleich klappen würde, dann würde es ja jeder machen. Von daher macht Spaß. Also das ist für mich eine tolle Übung. Wir sind alle gespannt, ob sich das Training gelohnt hat. Okay. So wie Wurfgeschwindigkeit jetzt. Ja, mein Schatz.